Heute etwas für die schon etwas weiter Fortgeschrittenen, die den Bossa Nova mögen. Und zwar das Stück Agua GBB von Jobim, ein Klassiker. Ich zeige die Griffe und einen Rhythmus. Und zwar heute beginnen wir mit dem ersten Teil, damit man das auch schön langsam mitkriegt und nachspielen kann. Zwar geht das dann folgendermaßen. Also das fängt an mit diesem Griff. Ich sage nur, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber ich könnte es rauskriegen. Wenn ihr wollt, kann ich das aufschreiben und nochmal nachreichen. Gezupft werden immer die A-Seite, die unteren drei Seiten. Dann hier, das müsste ein C, Cis 7 sein. Ebenfalls die A-Seite, die unteren drei. Und dann dieser. Und jetzt wird die E-Seite gezupft und diese drei Saiten. Ich hoffe, man sieht das. Und dann geht es wieder von vorne los. Refrain.